Also ich sehe mich überhaupt nicht getrennt von den Pflegeteams, sondern ich bin ein Teil davon. Ich bin nur so gut als Leitung, wie auch meine Pflegende oder meine Gesundheits- und Krankenpfleger, Krankenpflegehelfer auch zufrieden sind mit der Arbeit. Unser Team ist sehr, sehr gut. Also wir harmonieren sehr gut miteinander, wir verstehen uns untereinander sehr gut, helfen uns gegenseitig. Also ich bin sehr stolz auf unser Team. Wir haben ja nicht das Team, die Pflege auf der Station und dann kommen das Team, die Ärzte und gehen Visite. Die Zeiten sind ja auch vorbei, Gott sei Dank. Natürlich als erstes ist immer der Patient im Mittelpunkt, wo man ja auch wirklich viel mitbekommt. Stimmt zum Team, dann ist der Patient auch zufrieden, weil das spiegelt sich direkt. Wenn alle wissen, warum müssen wir beim Patienten das oder jenes machen, dann wird es auch besser gelingen, das gemeinsam zu machen. Deswegen sind übrigens auch so interprofessionelle Fallbesprechungen oder Absprachen bezüglich der Patientenversorgung extrem wichtig. Dadurch, dass eben die Kommunikation da ist mit den Ärzten, haben wir auch das Gefühl, die Therapien und die Krankheitsverläufe gehen einfach besser.